Hallo, du willst wissen, wie du ganz entspannt auf den Autobahnen in Spanien, Portugal, Italien und Frankreich unterwegs sein kannst? Dann bleib dran. Hallo, mein Name ist Thomas, du bist bei Picknickers Welt und ich freue mich, dass ihr da seid. Hier geht es übers, schönste Hobby der Welt, übers Campen, über die Freiheit auf 4 Rädern oder vielleicht auch auf 6 Rädern, ich weiß es nicht. Also bei uns über die Freiheit auf 4 Rädern. Und ich will dir eigentlich jede Woche neue Tipps, Tricks und Erfahrungen bringen. Für alle, die sich wundern, warum auch ich jetzt die letzten 3 Wochen nichts gebracht habe, auch uns hat's erwischt. Auch wir lagen tatsächlich mit Corona zu Hause und jammern auf hohem Niveau, aber es ging mir wirklich beschissen. Und Dani auch. Joshua hat es total überlebt. Der hat nichts gehabt. Und Isabel, bei der war es relativ human. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alle, die davon sprechen, es ist schon eine ganz normale Sommergrippe. Das kann eine normale Sommergrippe sein. Aber selbst bei uns, obwohl wir 3-mal geimpft waren, war es echt beschissen. Jetzt will ich aber über die schönen Sachen sprechen. Ich bin wieder froh, dass ich wieder hier online bin, nachdem ich lange Zeit einfach keinen Bock hatte und es mir nicht gut ging. Heute spreche ich einfach über das Thema die Maut in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und wie ihr es einfach ein bisschen leichter haben könnt. Für alle, die unterwegs gewesen sind schon mal in diesen Ländern, die wissen ja, ihr zahlt auf den Autobahnen eine Maut an sogenannten Mautstationen. Das heißt, ihr seid fleißig unterwegs auf der Autobahn. In der Regel ist es so, dass ihr am Anfang irgendwo eine Vignette zieht. Nee, Vignette eigentlich nicht, aber halt einen Zettel zieht, wo ihr auf die Autobahn draufgefahren seid. Und irgendwann später kommt eine Mautstation und dann müsst ihr bezahlen. Das geht an den meisten Stationen, also ich spreche jetzt mal speziell auch von Italien, weil ich da permanent bin, einfach so, dass ihr es mit Kreditkarte machen könnt, dass ihr es auch bar machen könnt, oder die sogenannte Telepassspur, die am allergeilsten ist. So, und an Mautstationen könnt ihr wirklich ganz, ganz viel Zeit verlieren. Also nicht nur Geld verlieren, sondern auch Zeit verlieren. Und es ist manchmal auch, ihr könnt eure Nerven verlieren. Also speziell in den ganzen Jahren, wo ich schon mit meinem Vater, mit dem Gespann, mit Anhänger, mit meinem Vater, mit meiner Familie, mit meinen Eltern in Italien unterwegs war, da kann ich einfach nur sagen, mein Vater, als ich ein kleiner Junge war, war schon immer genervt, wenn es auf diese Mautstation zuging, weil dann ist so ein bisschen Kleinkrieg manchmal. Also es ist tatsächlich so, jeder versucht die beste Spur zu bekommen, jeder versucht noch mal ein bisschen vorzudrängeln. Und wenn ihr dann der Meinung seid, ihr seid gleich dran, dann hat der vor euch plötzlich gemerkt, dass er kein Kleingeld dabei hat, seine EC-Karte nicht geht, die Kreditkarte nicht geht und es ist totales Chaos und Gehupe und es ist einfach nervenaufreibend. So, und ich habe mich schon die ganze Zeit mich darauf gefreut und habe gesagt, ey, irgendwann, wenn ich mal groß bin, dann will ich einfach so eine Mautbox haben, dass ich auf die linke Spur gehen kann und bei Telepass einfach drüber fahren kann. Unsere Entscheidung, es ging lang hin und her und ich habe mich viel informiert und am Ende habe ich gesagt, am fairsten und am günstigsten ist Bip and Go. Bip and Go ist ein Anbieter aus Frankreich, das heißt, ihr habt eine Internetseite, ihr müsst einfach auf die Internetseite draufgehen und ihr bestellt es in Frankreich, was total cool ist. Ich kann es aus der Erfahrung, ich habe jetzt tatsächlich nochmal jemanden kontaktiert, der es erst vor kurzem bestellt hat oder letzte Woche und er hat es auch tatsächlich innerhalb von 2 Tagen bekommen. Also die sind wirklich ganz fix im Versand. Kann auch mal ein bisschen länger dauern, aber wenn ihr in Urlaub fahrt dieses Jahr noch und wir noch ein bisschen Abstand haben bis zum Urlaub, dann schafft es auf jeden Fall noch, Bip and Go zu bestellen. Ihr geht auf diese Internetseite und habt dort die Möglichkeit zwischen einem Jahresabo, was sich aber wirklich nur lohnt, wenn ihr ja wirklich viel in diesen Ländern seid und viel unterwegs seid. Ich glaube, die meisten von uns werden tatsächlich das Pauschalangebot nehmen. Und das ist absolut günstig, vor allem günstiger als die Mitbewerber. Ihr zahlt nämlich nur dann für Bip and Go, wenn ihr in dem Land seid. Das sind in Frankreich 1,70 €, also für den Monat, in dem ihr in Frankreich unterwegs seid, 1,70 € plus natürlich die anfallenden Mautgebühren. In Spanien und Portugal sind das 2,50 €. Und wenn ihr das Teil bestellt, müsst ihr aufpassen, falls ihr gerne nach Italien fahrt wie wir, müsst ihr das Modell bestellen, was auch für Italien möglich ist. Und das kostet in Italien dann nochmal
plus 2,50 Euro zu den 1,70 Euro von Frankreich. Also wo sind wir dann bei 4,20 Euro in dem Monat, in dem ihr in Italien unterwegs seid. Das Schöne ist zu den Mitbewerbern, es wird nicht nochmal was auf die Maut aufgeschlagen. Also wenn ihr, wie wir jetzt gerade eben oder vor kurzem wieder in Italien unterwegs wart und 92 Euro Maut habt, dann sind es nur 92 Euro Maut und es kommen nicht nochmal extra, eventuell wie bei anderen Anbietern, schaut einfach nach, 5% obendrauf. Also 5% wären jetzt bei den 92 Euro, 4,50 Euro, 4,55 Euro. Naja, schreibt es in die Kommentare. Also es wären nochmal 4,55 Euro, was andere Anbieter mit drauf machen, weil ich das Ding die ganze Zeit hier so blöd halte. Ich bekomme übrigens auch heute wieder kein Geld für Werbung. Ich halte es einfach nur da, aber es fällt mir gerade eben aus, es sieht so aus, als wenn ich total gesponsert wäre von Bip & Go. Bin ich wie immer nicht. Nein, also es ist ganz einfach. Ihr zahlt wirklich nur die Mautgebühr, die ihr in dem jeweiligen Land auch normalerweise bar bezahlt hättet. Und der einzige Unterschied ist der, dass ihr in dem Monat eine zusätzliche einmalige Gebührzahl. Für Italien sind es dann also die 1,70 Euro plus 2,50 Euro speziell für Italien. In Spanien, Portugal sind es generell nur 2,50 Euro und in Frankreich ist es 1,70 Euro. Die Abrechnung wird euch dann, ihr gebt eure Kreditkarten, EC-Kartennummer auf und ihr bekommt es dann einfach einen Monat später zugeschickt. Ist total unkompliziert. Bei allen Ländern außer bei Italien könnt ihr sogar schon online die Kosten sehen. Es gibt eine schöne App, bei der ihr tatsächlich beobachten könnt, was habt ihr für Kosten. Lediglich für Italien ist es leider so, da wird erst die Rechnung zugeschickt und die schaut ihr euch dann genau an. Ihr wisst aber zumindest schon sofort im Folgemonat, wie hoch die Rechnung sein wird, falls ihr irgendwie Einspruch einlegen wollt. Macht sowieso keinen Sinn. Es ist eine ganz einfache Sache im Bestellen, wie gesagt, online. Ihr bekommt das Teil und wenn ihr es mal in einem Jahr überhaupt nicht benutzt, dann werden euch einmalig die Monatskosten für Frankreich berechnet, was dann aber auch lächerlich ist. Auch nochmal ein Unterschied zu anderen Anbietern, wenn ihr es überhaupt nicht benutzt, kriegt ihr auch nochmal bei denen eine komplette Jahresgebühr abgerechnet und hier ist es wirklich so, ihr könnt das Ding im Auto lassen. Die Batterie, die da drin ist, die soll 5 Jahre halten. Das Teil selbst gehört nicht euch, es ist nur eine Leihgabe. Deswegen ist ganz wichtig, auch wenn ihr es zugeschickt bekommt, dass ihr die Tüte behaltet, mit der es zugeschickt bekommt, dass ihr es auch wieder zurückschicken könnt. Die Tüte hat noch einen ganz anderen Hintergrund, die solltet ihr generell dabei haben. Da ist nämlich so eine Alufolie drin. Und wenn ihr das Bip & Go mal nicht nutzen wollt, warum weiß ich jetzt nicht so genau, weil ihr seid auf einer Autobahn unterwegs und ihr wollt vielleicht die Maut doch händig bezahlen, dann tut ihr einfach das Teil in diese Alufolie rein und es kann nicht mehr senden, beziehungsweise kann auch nichts empfangen werden. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, das Zeug zu behalten, irgendwo hinzulegen, dass es nicht verliert. Wo macht man das Teil fest? Ganz einfach in der Windschutzscheibe. Es ist ein super Halter dabei, wobei ihr zusätzliche Halter auch bestellen könnt. Aber es wird einfach hier in so einen Halter reingemacht. Und da wird es ausgelesen. Wenn es mal an der Mautstation nicht funktioniert, ganz wichtig, könnt ihr es rausnehmen, könnt es aus dem Fenster raushalten und dann sollte es funktionieren. Beim uns hat es bisher immer funktioniert. Ihr geht einfach auf eine von diesen Telepass-Spuren. In der Regel sind die in Italien fast immer ganz links. Wenn sie mal nicht ganz links sind, aber ihr seht das gelbe Zeichen von Telepass. Wenn die nicht ganz links sind, dann sind sie meistens ganz rechts. Aber ihr seht es lang vorher. Und ihr fahrt einfach mit verminderter Geschwindigkeit durch. Also der Tipp ist einfach so, der mit Tempo 30 da durchzufahren. Und dann macht es einmal einen Pieps ganz am Anfang und es macht nochmal einen Pieps. Ich selbst freue mich dann jedes Mal über den Pieps. Eigentlich wird ja dann Geld abgebucht, aber ich freue mich darüber, weil die Schranke aufgeht und ich habe nicht dieses Problem. Ihr kennt es vielleicht bei den Mautstationen. Entweder ist das Teil, wo man die Kreditkarte reinsteckt, zu weit unten, weil es für Pkw-Fahrer ist, oder ist zu weit oben, weil es für Lkw-Fahrer ist. Und mit dem Ding fahrt ihr einfach durch. Großer Vorteil ist, ihr fahrt durch, ihr habt nicht den ganzen Lärm, ihr habt vielleicht nicht bei 40 Grad die Notwendigkeit, euer Fenster runterzumachen, weil es gerade hier drin so schön runtergekühlt ist.
Und abends muss ich auch ganz offen sagen, wenn die Kinder hier sich hinten schon eingemümmelt haben und so halb am Pennen sind, sie werden auch nicht wach, weil ich das Fenster runter mache, sondern ich fahre da einfach durch und es ist perfekt und ist ideal. Also genau, das war es heute mit Beep and Go gewesen. Ich habe es heute ein bisschen kurz gefasst, weil ich einfach noch nicht so super, super, super fit bin. Aber ich will diese Woche wieder richtig starten. Falls ihr es säuseln hört im Hintergrund, da läuft der Max-Fan auf ganz leiser Stufe. Ich glaube, auf 20% sind wir gerade eben. Genau, auf 20%. Man hört ihn nur ganz leise. Und ich habe festgestellt, dass es über nicht so viele Fragen an mich gibt wie über den Max-Fan. Jeder von meinen Freunden, die einen neues Wohnmobil sich holen, fragt irgendwas zum Max-Fan und mittlerweile auch so viel Dreamer-Fahrer, Rapido-Fahrer, die mich einfach so mal kontaktieren und darüber fragen. Und ich habe gesagt, habe gedacht, ich muss, glaube ich, nochmal so ein informelles Video machen und das werde ich auch diese Woche noch machen, dass ihr nochmal auf dem Stand seid, weil ich glaube, wir haben jetzt gerade eben draußen schon 28, 29 Grad und ihr seht, ich sitze hier mit zu und Türen, Fenstern ohne Probleme, weil der Max-Fan an ist. Einfach ein tolles Ding und ich werde die Woche nochmal was zu dem Thema bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare, auch zu dem Thema gerne noch mit dem 3,5 Tonnen. Und ansonsten abonniert den Kanal und verpasst ihr auf keinen Fall das Thema Max-Fan in den nächsten Tagen. Schön, dass ihr da gewesen seid. Bis demnächst. Ich freue mich. Das war euer Picknicker. Ciao.